Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag hier zurück. Ja, hier bei eurem Wiese mit einer neuen Aufnahme und mit einem neuen Let's Play hier am Start. Ja, ich habe mir gedacht, gut, hast jetzt schon mal ETS 2 drauf. Ja, was lohnt sich denn noch oder was bietet sich auch noch an zu Let's Playen? Ja, und natürlich, ihr seht es ja jetzt schon hier, natürlich den Landwirtschaftssimulator 17. Das habe ich mir so ein bisschen ausgeguckt. Ja, und natürlich ohne dementsprechende Karte. Ja, hier sind wir, hier sehen wir schon Bello, der springt schon freudig uns entgegen. Es sieht zwar irgendwie etwas apathisch aus, wie der hüpft, aber gut, jetzt hat er aufzuhüpfen. Hängeohren, gut. Ja, gut, kann man machen. Will ich ja nicht sagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt hier auf unserem aktuellen ganz neuen Hof. Ja, ich weiß nicht, wer euch die, vielleicht sagt euch die Karte was. Ich mache euch bloß mal die Karte ganz kurz groß. Dann wisst ihr ja vielleicht, welche Karte ich jetzt hier gerade spiele. Ja, ja. Was haben wir an Feldern? Ja, eigentlich eine ganze Menge. Feld 14, Feld 11 gehört uns, Feld 18, Feld 34, 30, Feld 31, 58, 55, Feld 50 gehört uns noch, 27, 28. Ja, also relativ viel. Ach, Feld 9 da oben fehlt uns, gehört uns auch noch. Also wir haben drei Wiesen und ein bisschen ein paar Felder zu mähen. Und ja, ich würde doch sagen, auf Feld 55 stehen schon meine Maschinen bereit. Da ist nämlich der Ernte vollkommen abgeschlossen. Feld 55 und 58. Ja, und da würde ich sagen, starten wir doch gleich mal rein. Und zwar sind wir hier. Und ja, ihr seht das schon, ja, natürlich auch ich, ja, bin dessen nicht gefeit, das hier ein bisschen mit Curseplay zu fahren. Aus dem einfachen Grund, das, ja, im Singleplayer lohnt sich das schon, bietet sich an. Oh ja, die Zapfwelle muss noch runter, oh, da war noch was. Hallo, Zapfwelle. Ah, jetzt, jo. Da haben wir sie. Boah, Alter, diese Maus. Die ist schon eine Katastrophe. So, aber egal. So. Dann machen wir mal hier ein bisschen. Ein bisschen Action. Das wird natürlich jetzt, der Anfang wird ein bisschen tricky werden. Das Vorgewende, weil das einfach nicht so funktionieren tut mit dem Abladen, wie man sich das vorstellt, weil ich jetzt auf die falsche Seite anfange, aber das ist erstmal nicht ganz so schlimm, soll uns nicht hindern. Nein, nein, den will ich haben. So, ja, der hüpft wieder so schön, das ist ein Traum. Keine Ahnung, warum der so hüpfen tut, aber wollen wir uns nicht dran stören. Weiter geht's, los geht's. Wollen wir mal ein bisschen Weizen dreschen. Aber der hat ja eh erst. Was hat er? 63, ne? Genau, 63, 65. Gut, 67. Haben wir noch ein paar Minuten. Ach ja, können wir mal so langsam wieder anfahren hier. Ach ja, und. Eins kann ich schon dazu sagen, wir haben hier auch, wie ihr ja schon seht, Getriebe dran mit drin und Handbremse und natürlich auch das realistische Ladegewicht. Jo. Um da noch ein bisschen Spannung und ja. Ein bisschen. Oh, er ist voll. Ja, Moment. Moment, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen tricksen. Was natürlich doof ist, weil wir ja nämlich auch, und das kann jeder dazu sagen, wir haben Fruchtzerstörung drin, also einen Fruchtzerstörungsmod. Das heißt, deswegen fahre ich jetzt ungern hier durchs Feld. Das macht böse Spuren und sieht nicht so geil aus.
So. Und natürlich auch ein Ertragsmod ist hier mit drauf. Damit das alles ein bisschen. Ja, Kabel, fall doch weg. Fall doch weg. So, damit das alles ein bisschen auf Realismus getrimmt ist, sollte man machen. So. Und man sieht so schön, und es wackelt und wackelt und wackelt. Wie so ein Wackeldackel. Ich weiß zwar nicht, was das ist, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen merkwürdig. So, fahren wir dich mal wieder zurück. Da kann der Kollege wieder weiterfahren. So, jetzt muss ich wieder hier Spring machen. So, fahren wir dich wieder in die Spur. So, ups. Zack. Und weiter geht's. Ah, die ersten paar Runden, also ich glaube die ersten zwei Runden, die waren ein bisschen zäh. Weil da ist jetzt nicht so viel, was man machen kann gerade. Ich weiß gerade gar nicht, ob die anderen Felder, ja, jetzt muss ich mal gerade was gucken. Aber wir haben glaube ich auch keinen Traktor frei. Ha, Blatt ist Erntereif, Erntereif, Erntereif. Aha, sind alle Felder Erntereif. Ah, das ist gut. Gut, okay, also können wir momentan gar nichts machen. Wir können also erst bloß mal ernten. Gut, sonst hätte ich nämlich gesagt, hätten wir vielleicht schon irgendwas pflügen können, aber... Ach ja, ich sollte auch mal einen Motor starten. Nee, das wird leider nichts. Also heißt es jetzt erstmal ab an die Ernte. So. Da gucken wir mal. Ja, hier lässt er natürlich was. Was stehen? Frame-Einbruch. Gerade kurz. Ja, fahr nicht so schnell, mein Junge. Der hat noch nicht. Der saß bei 69, 71. Und ich rolle rückwärts. Das ist geil. Nee, das will ich nicht. Schön. Boah, jetzt hat er wieder zu trecken. Ja. Ah, jetzt fährt er sich ein Röhrchen aus und dann geht er doch gleich weiter. Tralala. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie sieht es mit der Musik aus? Ist die laut genug? Oder müssten wir so einen kleinen Ticken lauter machen? Ich. Mach's mal auf so. Komm. Hauptsache es ist nicht ganz so laut, sonst muss ich die nachher da wieder runterdrehen. Hallo? Hallo? Alter, Berg anfahren. Ja. Man kennt es von der Fahrschule. Am steilen Berg anfahren. Mhm. Das machen die Fahrlehrer gerne. Da sind sie rigoros. So. Fahren wir einfach mal zurück, weil ganz ehrlich, jetzt ihn da den Berg hochlüften lassen, das kann ich dann immer noch. Geil. Einfach nur endgeil, wenn du das so anguckst. Wackel, 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 wackel. Zwischenzeitlich kam mal die Bremse, wo ich mich gefragt habe, wie machst du das? Na, hör auf so zu wackeln. Das ist halt schön, ey. Meine Herren. So, Abfahrer einstellen und ab dafür. So, jetzt habe ich wieder Mr. Wackeldackel. Was habe ich hier? Da Handbremse, ich wusste. Achso, seit. Wenn ich die Handbremse ausnehme oder löse, dann ist das weg. Ja, schon ein wenig komisch, aber gut. Wer weiß. Naja. So.
werde ich dann gleich mal den ersten Cosplay-Kurs einfahren. Fürs Weizen, fürs Schöne. Weil das Feld hat ein paar Meter, ehe das fertig ist. Aber das soll uns hier nicht stören. Ganz im Gegenteil. Wir haben Zeit, wir machen das in aller Ruhe. In Feld 58, dann wartet der dann auch schon. Als nächstes schon. Mal kurz die Bremse rein. Haben wir ein bisschen Zeit. Oh ja, und jetzt wackel. Oh Gott, Hilfe. Also es wird Zeit, dass wir den hier, also der wird, glaube ich, kein langes Leben haben bei mir. So, wir haben was? Weizen. Bei der Mühle gibt es im Moment den besten Preis. Gut. Ja, wackel. Oh, Alter. Das kannst du ja klar angucken. ja, die Mühle. Wo haben wir die denn eigentlich gerade mal? Warte mal. Ja, nee. Wieder zurück. Das ist wieder was hier. Raffinerie haben wir. Oh Gott, Mühle. Ach, du ahnst es nicht. Da ganz oben. Ja, gut. Könnte wohl eigentlich mal. Na gut, welche denn? Die Mühle oder die Ölmühle? Aber ich glaube, das wird die Mühle sein, ne? Ja, genau, die Ölmühle ist da. Ja, alles da. Gut, Alter, was machst du da? Junge. Ja. Der schwurbelt sich ja was zurechte. Also, ich glaube, den Traktor, den werde ich wohl jetzt demnächst bei Zeiten verkaufen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, ob das am Traktor liegt oder ob es am Hänger liegt. Alter, aber das ist nicht schön. Und der ist schon wieder voll da hinten hier. Daher, Kollege, ich glaube, ich bin auch gleich voll. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder den machen. Weil sonst kann ich wieder nicht abfahren lassen. Weil das ist alles, ja. Alles so geplant, dass du. So, wie sieht das aus? Bleibst du stehen oder muss ich dir hier. Ich hau dir mal die Handbremse rum. Damit du mir hier nicht abhaust. So, mal ein bisschen was hinten mal füllen hier. Weil so viel zu dem Thema realistisches Ladegewicht. Hallo? Und ist der Hubbel. Ja, hier wäre natürlich. Oh Mann. Hier wäre es günstiger, wenn ich so mache. Weil das ist alles nicht so schön. Ja, der hubbelt sich hier gerade zurecht wieder. Mit Pfiff. So. Und dann machen wir jetzt wieder Abfahrt einstellen. Na, kriegst du es? Ja, geht. Ach. Und der hüpft sich hier was zurecht. Eieiei. Was? Oh ja, der Druck ist zu niedrig. Cool. Was macht er denn nun? Meine Herren. Jetzt kann ich wieder keinen Druck aufbauen, oder was? Ah, jetzt baut er von alleine wieder Druck. Nee, doch nicht. Hallo? Also mal, oh, jetzt ist mal gut hier, ja? Jetzt, geht doch. Also manchmal, Druck ist zu niedrig. Du hast doch wohl gelitten, oder so. So, und Mann ist eh gleich voll, dann fahre ich nämlich das erste Mal. Die Frage ist, fahren wir das zur Ölmühle ein? Eigentlich noch nicht. Das können wir später nehmen. Das ist ja erstmal das erste Mal, das muss ich jetzt nicht unbedingt einfahren. Und da ist schon bald wieder voll, ey. Das ist ja Wahnsinn.
So, was ist, wenn ich den wo ausmache? Da hüpft er, wo dich. Eigenartig. Ganz, ganz komisch. Naja, gut. Dann ist es halt so. Dann ist das halt, dann liegt das an der Handbremse irgendwie. Hallo, kommst du aus dem. Opa, kommst du aus dem Knick? Oh, ja, gut. Dann. So viel dazu. Kommt ja sehr gut aus dem Arsch. Finde ich gut. Macht Spaß. Ja, ich weiß, du bist voll da hinten dran. Das ist gleich abgetankt. Boah, jetzt kommt der hier den Berg bald nicht mehr hoch, wa? Mit dem fetten Hänger da hinten rein. So, achso, na gut, aber da bin ich ja eh gleich hier auf der Ecke, wo ich dann raus muss. Wo ich dann, muss ich gleich nochmal gucken. Bleib ich da hier stehen? Ja. Komm, wenn du nicht weiterkommst, dann machen wir das halt so. Geht schon. Falsche Stelle rückwärts. So, und der ist voll. Dann gehe ich dich mal jetzt in die Spur schaffen. Hallo, Einstein, danke. So, da kann der jetzt. Jetzt muss ich aber mal gerade selber gucken, wo muss ich denn da jetzt mal lang? Ich bin hier und ich muss da hoch. Das heißt. Einmal da und an der 27 gerade hoch. Okay, gut. Na dann. So, Hauptsache ich komme jetzt mit dem schweren Ding hier überhaupt irgendwo lang. Alter, ruckler, ruckler, ruckler. Gut, jetzt geht das. So, gucken, kommt hier was? Kommt nix? Gut. Von da kommt auch nix. Alles klar, los geht's. Ah, da hat er ganz schön zu trecken gerade. Hallo, Opa, kommst du noch hier hoch? Aber wenn du jetzt hier versagst, der da ist aber Polen offen. Das wäre traurig. Alter, mit 10 km/h. Los, Junge, los, zieh! Zieh, Brauner, zieh! Ach ja, so. Wir sind ja gleich oben. Sieht's gut aus. Und hier hoch. Dann rum mit uns. Ups, 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 ups. Na, mein Mähdrescher ist schon wieder voll. Naja, gut, der muss jetzt mal ein paar Minuten leerlaufen. Der muss jetzt mal stehen. Da kann ich jetzt leider nicht viel gegen tun. Hier noch nicht lang, ne? Nee. Hast eine Weite. Glaube ich zumindest. Okay. Nicht, dass ich jetzt. Ja, doch, am Außen da war. Aber okay. Dann ist gut. Alter, was machst du?
willst gerade fahren und hier nicht auf einmal. So, und hier jetzt links, Quatsch, rechts. Wenn der vor mir war. Na gut, ein paar macht hin, das ist gut. So, und jetzt immer schön geradeaus. Schön geradeaus fahren. Immer schön geradeaus. 80 ist erlaubt. So weit kommen wir auch nicht. Wir haben 50, 52. Also auf 80 kommen wir auf keinen Fall. Ach, Mann, Mensch. Der Knopf. Feld 14. Und ein kleiner Ruckler. Ich weiß nicht warum. So, jetzt sind wir am Feld 14. Ich glaube, dort oben müssten wir jetzt irgendwo links und dann sind wir da. Da wo der grüne, ich glaube, da wo der grüne Pfeil ist, ne? Ist das doch. Oh, wie komme ich da hin? Kurz mal gucken, wo bin ich? Ich bin da. Nee, die Mühle ist da dahinter. Okay, das ist der nicht grüne Pfeil. So komme ich hier irgendwie, kann ich hier irgendwie links? Dass man dahinter fahren kann? Oder muss ich jetzt hier. Oh ja, fahr doch noch schneller hier einfach vorbei. Okay, Mühle, Gartencenter, okay. Hier wird es mir ja gleich schon angezeigt, das ist gut. So, einmal hier links einbiegen. Oh Gott. Was? Gegenverkehr? Rechts vor links? Quatsch. Ja. Toll. Schön. Na gut. Also hier passt definitiv nur einer jetzt lang. Und das bin ich, weil das wird sonst ein bisschen eng. Das wird ein bisschen eng. So, und jetzt geht die Mühle. Bitte nicht lang. Deutsche was? Deutsche Aktiengesellschaft, was? Hier rein? Nee, da vorne rein, ne? Oh Gott, ist das ziemlich kompliziert. Ja, ja, deine. Ja, komm. Die Kupplung ist überhitzt. Ja, ja, komm. Kuppel dich doch mal ein. Kuppel dir doch mal ein zurecht. Meine Herren. So. Oh. So, nu? Hier rein, oder was? Wo habe ich mich denn festgefahren? So, und das jetzt hier rein? Nee. Nee, hier steht ja sogar extra ein Durchfahrtsverbotsschild. Also von daher wird es wohl hier nicht sein, dann wird es wohl da vorne sein. ja. Irgendwie hier. Was? Getreidemühle. Ja, gut. Dann fahren wir doch mal hier rein.
So, und wo ist jetzt und wie und was? Ja, gucken wir mal. Ich würde mich jetzt abgöttisch ärgern, wenn ich jetzt falsch reingefahren bin. Hier ist irgendwie nicht so viel, ne? Wo komme ich jetzt hier rein? Moment. Komme ich hier irgendwie da hinten hin, wo ich da hin? Ah, okay. Hier, okay. Das ist nice gemacht, alles klar. Einmal links rum und nicht so schnell, mein Junge. Nicht so schnell, mein Junge. Pferden. Und halte mal an jetzt hier. So. Und da würde ich doch mal sagen, kipp mal das Ganze doch mal aus. Kriegen wir noch ein bisschen Kohle hier. Uiuiui, da kommt man ganz weit raus. Das ist schon fürs erste Mal ganz gut. Alter. 147.000. Ja, gut, das kann man mal machen, ne? Hallo? Macht er nicht? Okay. Macht er also wahrscheinlich so zu. Ah, okay. Gut, so. Dann machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg. Boah, Bäume, Schnauze. Xenisch, danke. So, da können wir eigentlich hier oben wieder rausfahren, ne? Aber gucken müssen wir trotzdem, wenn ich sehe nichts. Da. Das ist frei. Freies Feld für freie Bürger. So. Da haben wir jetzt schon mal eine Fuhre weggefahren. Sehr schön. Und der Preis ging eigentlich. Haben wir gleich schon wieder positives Geld gemacht. Jo. Und ich sehe schon, das Folgenende naht auch schon bald. Jetzt demnächst. Ja, mal gucken. Fahren wir noch bis zum Feld wieder und dann denke ich mal, werde ich die Folge auch erstmal hier an der Stelle beenden. So. Ist zwar etwas kompliziert dahinter hinzufahren, aber das geht. Wenn man die Strecke sich eingeprägt hat, ja. Ruckel und weg. Dann geht das schon. So, hier müssen wir jetzt wieder rechts. Oh, Alter. Bremse nicht so sehr. Dankeschön. Mal bremst die auch nicht und mal bremst die hier wie sonst was. Alter, ich sehe echt nichts. Außer Bäume. Okay, gut. Das ist manchmal so blöd gemacht. So. Dann wollen wir mal wieder. Zack. Ups. So. Ab zum Feld. Ab zum Feld 55 und mal ein bisschen weiter ernten. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch 1-2 Fuhren mit demselben Preis da hinfahren. Dann haben wir erstmal ein bisschen Geld. Dann können wir nämlich uns sogar schon die nächste Maschine leisten, die ich eigentlich vorhatte. Oder beziehungsweise eventuell wird das mal nur ein anderer Traktor. Weil der hier ist ja mit seinem Gehubbel, das ist ja auch nicht die Wonne, ne? Also das kannst du ja keinem anbieten. Das ist ja. Na gut, kriegen wir hin. Gucken wir mal. Tralala, Feld 27 gehört uns ja. Können wir dann mal gucken, ob wir das vielleicht. Aber da haben wir noch nicht die Maschinen dafür. Sollen wir Gras mähen, aber erstmal muss das. Das Weizen muss erstmal vom Felde. Und dann gucken wir weiter. So, hier müssen wir jetzt links. Dann eigentlich nur noch geradeaus und dann sind wir auch schon da.
da vorne sehen wir schon unseren gelben Punkt. Unseren Treasure. So, dann nähern wir uns jetzt unserem. Ach nee, hier noch gar nicht. Oh, ich muss ja sogar noch eins weiter. Ich bin auch clever. So, und irgendwo ging es doch hier jetzt. Ach so, nee, es ging ja nicht rechts rein. Ich bin ja so reingefahren, ne? Richtig. Über das Feld. So. Wo hier stehen wir? Wo steht er denn? Gute. Hä? Ich bin dran vorbeigefahren. Naja, fahren wir hier rein. Durchs Gebüsch. Hier vorne steht er nämlich. Irgendwo. Ah ja, genau. Ach ja, ich bin auch. Ich bin nur der schlauste eine. Ich hätte noch weiterfahren können, da wäre ich wieder. Ach Gott, egal. Ja, da fahren wir jetzt mal noch fix die Runde rum. Da war ich jetzt nämlich gerade irgendwie ein bisschen doof im Kopf. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil ich das Gelbe, den gelben Punkt gesehen habe, das war aber der Schneidwerkswagen. Und nicht mal ein Mähdrescher. Aber was soll's. Naja, sind ja da. Da vorne steht er schon. Ich erahne ihn schon. Und ja, wo ist die Kurve? Hier vorne kommt die Kurve. So. Weg. So, da vorne steht er. Da stellen wir uns jetzt erstmal hier hin. Denn diese Folge, ja, ist an dieser Stelle dann erstmal vorbei. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oder ein Abo da oder natürlich auch fleißig Kommentare. Würde ich mich darüber sehr freuen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und ja, ciao mit V.